Servus Alex, was für ein verrückter Saisonauftakt in Österreich. Hättest du ganz ehrlich mit so einem Podium gerechnet? Nein, hätte ich nicht gerechnet, aber es ist halt so, Formel 1 zeigt uns immer neue Geschichten und es kommt so viel verrückte Dinge. Ein Safety Car, wir haben sehr viele Ausfälle heute gesehen, ein paar Kontroversen vielleicht auch, wo wir vielleicht auch unterschiedlicher Meinung sind. Auf jeden Fall die Stewards waren unterschiedlicher Meinung mit dem, wie einige Teamchefs es sehen. Total interessanter Grand Prix, eigentlich ein wahnsinnig verrückter Saisonauftakt. Ja, stimmt. Ganz bitter hat es natürlich in Max Verstappen erwischt, in der 14. Runde. Was glaubst du, wäre bei ihm sonst noch möglich gewesen? Ja, also ich muss einmal sagen, wie letztes Jahr eigentlich, Zeittraining war es vielleicht ein bisschen eklatanter, der Rückstand von Red Bull oder der Vorsprung von Mercedes. Aber faszinierend, wie gut der Red Bull auf dem gelbmarkierten Reifen fahren kann. Also der kommt dann mit Rundenzeiten daher, wo er im Rennen mit hundertprozentiger Sicherheit die Mercedes gefordert hätte. Und dann müssen wir uns daran erinnern, dass Mercedes richtige Standfestigkeitsprobleme hatte. Also wäre da der Max als Widersacher, offensichtlicher Widersacher gegen Mercedes im Rennen geblieben, dann ja, da war er schon gespannt gewesen, ob die Standfestigkeit von Mercedes durchgehalten hätte. Weil wir haben ja gehört, sie dürfen nicht über die Randsteine fahren, sie haben Probleme mit dem Getriebe, mit der Sensorik. Also ich hoffe mal, dass Red Bull nächste Woche da diese Elektronikprobleme ausmerzen kann und richtig hinhalten kann. Und da freue ich mich deshalb schon, dass wir ein zweites Mal wieder zur selben Rennstrecken kommen. Glaubst du persönlich, dass die Teams in so kurzer Zeit jetzt noch eine Updates bringen können? Ja, da haben wir auch gerade mit Freunden noch ein bisschen diskutiert und philosophiert, weil wenn es jetzt nur ein Softwareproblem ist, okay, das kannst du noch neu programmieren. Beispiel Ferrari, vielleicht können sie irgendetwas noch ein paar PS rausholen mit Software, mit aggressiver rangehen. Wie wird Mercedes umgehen? Sind das Schwingungen, die sie einfach nicht so schnell beheben können? Ich weiß es nicht. Können sie die Aufhängung steifer machen mit extra Carbon-Layer? Weiß ich nicht, ob das von der Aerodynamik her schlecht ist. Dass natürlich die Teams standfester werden. Andererseits hat die Standfestigkeit uns hier einen enorm spannenden Grand Prix gebracht. Natürlich sind ein paar dabei, die weinen und ein paar, die sich gefreut haben. Aber für den Zuschauer, der leider nicht hier vor Ort war, aber zumindest zahlreich zu Hause, war schon ein spannender Grand Prix. Ja, absolut. Aber es ist trotzdem, die Zuschauer fehlen, oder? Ja, voll. Vorher, also, dass wir so da stehen müssen, ist ein bisschen komisch, aber es ist das neue Normal, an das müssen wir uns leider alle gewöhnen. Das Einzige, wo wir unter dem Rennen gedacht haben, jetzt wo der Max ausgefallen ist, wäre vielleicht die orange Tribüne so und so auch schon leer geworden während des Rennens. Aber sie fehlen uns, die Zuschauer, hundertprozentig. Als Fahrer, du weißt das selber, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Du spürst es natürlich schon das ganze Wochenende, dass da 100.000 Zuschauer sind. Die schauen dazu, das macht dich ein bisschen nervös, aber das ist ja schön, wie wir mit dem Druck umgehen. Und das macht den Sport aus und es fehlt natürlich ein bisschen. Auf der anderen Seite sind wir froh, dass wir hier sein können. Dass wir das geschafft haben, dass alle an einem Strang gezogen haben. Red Bull mit der Vorreiterrolle, die Regierung hat mitgespielt und die Formel 1 auch. Dass wir als erste weltweit agierende Sportart zurückkommen in den Sport. Und das ist, dazu müssen wir auch stolz sein. Absolut, gebe dir vollkommen recht. War ganz wichtig, dass jetzt die Saison wieder losgeht, zum ersten Mal in Österreich. Wir haben gleich nächstes Wochenende noch ein Grand Prix in der Steiermark. Also die Fahrer bleiben ja jetzt alle da. Was machen die in der Zwischenzeit jetzt? Trainieren die oder wie bereiten die sich jetzt aufs nächste Wochenende vor? Du wirst jetzt natürlich Sport machen. Sie versuchen weiterhin nicht viel Kontakt zu haben. Also die werden jetzt keine Partys besuchen in Wien, Knittelfeld oder wo immer, sondern sich isolieren, aber in so einer schönen Natur. Ich habe heute in der Früh den Walter Reporters gesehen beim Radlfahren. Wenn du sie auf Social Media verfolgst, bin ich gespannt, wer jetzt hier die paar Tage nützt, um Österreich kennenzulernen, die Schönheit des Landes und natürlich Sport zu machen, den Kopf neu programmieren und nächste Woche wieder voll attackieren. Ja, super. Dann würde ich sagen, wir freuen uns auf nächste Woche. Ja, absolut. Ja. Ich freue mich auch. Bist wieder da? Ich bin wieder mit dabei. Ja. Passt. Vielen Dank. Ciao. Danke. Pfiat euch. Tschüss.